Ein Forset. Ja. Okay, das war dann also nicht das Dokument, ne? Das war das hier denn im Haus, ne? Aber ob wir da jetzt, wir kommen ja jetzt deswegen nicht besser rein, ne? nein. Mit dem Messer können wir hier auch nichts machen. Nichts mit dem Messer, nichts mit der Axt und so. Nee. Dann guckst du nach oben. Was gibt's da? Ach so, wegen Hochspringen. Ne? Ja. So, da könnten wir auch hoch. Puh. Kondorfedern müssen wir auch noch finden. Ne? Wir gucken auf der Karte. Das ist das einzige Dokument, was wir hier noch haben. Den Rest haben wir ja schon alles erledigt. Das waren hier diese... Hier, da. Das wollte ich jetzt gerade mal anklicken. Geht nicht, okay. Hier die Lama, bla bla bla, Dokument. Warum kommen wir da nicht ran? So viel, was wir noch machen müssen. Wäre schade drum. Ich hätte das Dokument gerne gehabt. Aber die Frage ist, wie kommen wir da rüber übers Haus? Müssen wir irgendwelche Fähigkeiten ausbauen? Das weiß ich nicht. Warte mal, was können wir hier so ranklettern? Bla bla bla. Ja, nee, ich meine, darüber springen bringt ja nichts, ne? Haben wir ja schon mal getestet. Wir kamen ja bloß da auf das Haus rauf, hier, auf das hier. Aber weiter auch nicht. Aber, was ist denn das? Warte mal, was ist denn das dafür? Eine Plattform. Ach, das war ja die Plattform, wo das Ding da drauf stand. Aber von da aus kamen wir nicht rüber. Ne, wir können zwar nochmal versuchen, aber ich sage jetzt schon mal, das wird nichts. Zack. Weil ich würde gern da ins Haus reinspringen, aber macht er ja nicht. Okay, so. Dahinter liegt das Ding, aber wir kommen... Ja, da ist die Plattform gewesen, die wir gesehen haben von da unten. Aber von hier aus kommen wir nicht hin. Alter, das ist manchmal auch richtig tricky, ne? Reinspringen ins Haus geht nicht von hier aus. Da können wir springen und machen, tun, was wir wollen. Von oben irgendwie noch weiter höher und dann? Nee. Das ist ein bisschen komisch. Komisch. Von hier aus können wir auch nichts. Oh doch, warte mal. Aber wenn wir von hier oben schießen, können wir auch nichts, ne? So nach dem Motto anderer Winkel oder so. Da drinne liegt das Dokument irgendwo. Da drinne. Möchte ich gerne haben. Nee. Sie springt da nicht rum. Sie springt da nicht rein. Guck mal, jetzt hängt sie da irgendwie fest. Bum. Wie kommen hier... Ich weiß gar nicht, ob ich damals auch schon nicht reingekommen bin an das Dokument. Ich habe so eine arge Vermutung, dass es damals auch nicht da reinkam. So, ja, nee, hier kommen wir nicht. Was war das jetzt hier? Gold? Okay, gibt's auch nichts Neues. Jetzt ist es eigentlich nur noch reines Rumlaufen. Ja, wir können natürlich jetzt das Dokument sein lassen und sagen, oh, puh, scheiß drauf. Aber mich würde schon interessieren. Ich würde es schon gerne nehmen. Wo kommen wir hier hin? Ach, das war das Ding, wo wir zu Krypta gekommen sind, ne? Lama! Oh!
Wo bist du? Ich will mein Lama schießen, komm. Nee, der läuft weg. Okay. Hm. Da unten? Da war auch nochmal so ein Teil, ne? Das haben wir auch nicht aufgekriegt. Ach man, es ist verzwickt. Verzwickt, verzwickt, verzwickt. So. Und wir haben ja auch noch die Dingsfedern, ne? Die Kondorfedern. Aber ist nur die Frage, ob es hier in dem Bereich sein ist oder ob es allgemein in der verborgenen Stadt vielleicht ist. Naja, gut. Kartentechnisch. Das eine Dokument, ja. Was soll's? Dann müssen wir... warte mal. Sind wir hier richtig? Ja, wir stehen. Wir stehen richtig. Naja, gehen wir wieder zurück. Wir können ja hier nochmal kurz reinschauen. Was steht wohl am Ende dieser Prüfungen? Das weiß ich auch nicht. Die verborgene Stadt, hoffe ich, aber was noch? Was haben wir denn hier noch? Warte mal, das ist jetzt Suche. Antworten. Ich erwarte, Antworten zu finden. Das ist die Kategorie Fähigkeiten. Nadel der Echse, Sammler. Überreste-Outfits benötigen weniger Ressourcen. Nutzen Sie... Wie viel haben wir überhaupt? Zwei Fähigkeitspunkte können wir verteilen. Das haben wir noch nicht. Okay. Nutzen Sie Konzentrationspflanzen, um Reaktionszeit und verlangsamte Zeitwahrnehmung beim Zielen zu verbessern. Was haben wir hier noch? Oh, drei. Stellen Sie Giftgranaten. Stellen Sie Lockpfeile her. Feinde werden angelockt und lösen eine tödliche Giftwolke aus. Und aus Sichtfeld wird vernebelt. Ah, das hört sich interessant an. Das daneben haben wir schon. So, was haben wir denn noch im Kampf? Das oben ist Suche. Das haben wir jetzt noch gekriegt. Hunger des Hoazin. Hoazin, so. Erhöht die Menge des natürlichen Blablabla. Was ist das hier? Krallen des Adlers. Benutzen Sie einen Seilfall von Ästen aus, um Feinde zu töten und Leichen in... Ja, das kennen wir schon. Achso, und ich wollte hier... dahin. Schwingen des Adlers Sucher. Erhöhte Chance beim Plündern von Feinden und Tieren Pfeile wieder zu erlangen. Nest der Viper. Erhöht die Menge an menschengemachte Herstellungsressourcen. Ist erstmal uninteressant. Anmut der Krähe. Oh. Erzielen Sie durch Feilschen bessere Preise. Okay. Nee, ist erstmal nicht so wichtig. Auch drei Fähigkeitspunkte. Auge des Adlers. Auge des Adlers. Effekte. Länger. Okay. Was haben wir denn hier? Das könnten wir noch machen, ne? Nee, auch drei Fähigkeitspunkte. Alter. Da müssen wir was erledigen. Das auch. Das auch. Ist eine Storybelohnung. Nach der Wundheilung im Kampf widerstehen Sie kurzzeitigen Schaden durch Feinde. Das könnten wir... Zwei Fähigkeitspunkte. Setzen Sie ungepanzerte Feinde außer Gefecht, wenn Sie ausweichen und dann kontern. Aha. Herausforderungsgrab, alles klar. Das dürfen wir noch nicht. Drei, zwei. Aber das können wir erst machen, wenn wir hier neben was haben. Wie die zum Beispiel. Naja, gut, komm. Inventar. Pfeile. Schlangenholzbogen. Ein alter Kurzbogen. Oh. Ein Langstreckenbogen. Seine Bauweise wurde von gleichen Mechaniken wie die antiken inspiriert. Den? Oder den? Nehmen wir mal den, wa? Für Upgrades verfügbar. Okay. Dann schau mal. Alter, na da. Können wir erstmal ausrüsten, wa? Sieht gut aus. Naja, dann machen wir mal... Lockpunkt und... Ja, komm. Ja. Äh?
Schalte sie beim Herstellen Upgrade Griff Umwicklung frei. Okay. Oh, wir sind hier. Das wollten wir doch. Ist er zum Schloss gesprungen? Was fehlt uns jetzt wieder Ressourcen, ne? Das hätten wir. Ja, da fehlen uns Ressourcen. Ach, hier diese. Na ja, gut, machen wir erstmal das hier. Mal sehen, wie der Pfeil und Bogen sich so auswirkt. Sieht gut aus. Ja, ja. Was hätten wir noch? Das haben wir angelegt. Zwei Upgrades verfügbar. Da auch das ein Upgrade verfügbar. Was haben wir denn da für ein Upgrade? Haben wir überhaupt Munition für? Oder? Ja, ja, komm. Auswerfe. Ein weiterer. Reduziert störanfällige. Ach komm. Wird einfach verbessert. Ob es was bringt im Endeffekt, weiß ich noch nicht. So, hier können wir auch upgraden. Wollen wir uns gar nicht mit lange aufhalten, ne? Großartig. Wir machen es einfach, weil wir es können. So, da. Erhalten, erhalten. Da können wir eh nichts upgraden. Ach, da oben war ja noch ein Bogen. Den könnten wir nochmal... nochmal schauen. Wir rüsten den anderen ja gleich wieder aus. Schaden hat er noch nicht so viel. Jetzt. Zack. Zielgeschwindigkeit. So, aha. Gut. Da müssen wir nochmal gucken. Uschi, was machst du denn hier immer? So. Da wollen wir mal reingucken. Was haben wir denn? Schaden? Oh, der ist viel besser im Schaden, ne? Guck, Feuerrate, Zielgeschwindigkeit, Haltezeit. Okay. Ist vielleicht nicht ganz so prickelnd, aber egal. So, Schnellreise schließen. Wir schauen mal auf der Karte. Ach, das Dokument, das geht mir... Würde ich zu gerne haben. Ja, dann müssen wir zurück. Dann könnten wir hier nochmal gucken, ne? Die Sachen müssten wir also hier raus und dann... Genau. Das machen wir, das machen wir. Ne, da ging es zum Dorf. Ne, kam jetzt hier vom Dorf? Ne, kam hier von hier oben, ne? Oder? Ach, Terra. Ich sag ja, du hast wieder so ein... Können wir hier vielleicht zum Dokument, von hier aus zum Dokument? Oh, war das hier? Warum ist es da? Hä? Oh, nee, war zu spät. Da muss... Warum ist da so zum Hängen? Das will ich jetzt nochmal austesten. Ja, da musst du auch die richtigen Tasten drücken, Terra. Da springen. Alles klar. Und dezimaler Absturz. Haken an drei hängenden... Blüb, blüb, blüb. Dezimaler Absturz? Na, die haben ja hier... Ich hoffe, das ist nicht nur jetzt hier im Dorf so. Ich muss noch mal gucken. Sorry, Leute, bevor es... Wir müssen noch mal reinschauen. Aber ich glaube, das ist auch in der Stadt, ne? Verfügbar, nicht nur hier. Oder? Ja, das hatten wir schon alles. Hier ist das Lager und das... Oh Gott, das ist so blendet. Man sieht das gar nicht. Okay, ist er jetzt schon abgestürzt. Wollen wir... Moment, Moment. Kriegen wir durch das neue Pfeil und Bogen, kriegen wir da vielleicht das Dokument freigezogen? Ich glaube es zwar nicht, aber naja, man weiß es ja nicht, ne? Man kann es ja mal testen. Aber... Nee, nee, nee. Okay, okay, okay. Nee, dann lassen wir das jetzt mal hier, das Dokument sein. Und eins von drei. Nee, da kann man nichts abschießen. Nee, 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 nee.
Okay, so, jetzt gehen wir aber nach Hause. Nach Hause, das ist, hört sich auch gut an. Jetzt gehen wir wieder zurück zur verborgenen Stadt. Upsch, mapsch, mupsch, mapsch. So, komm durch hier. Ja, schön, du bist rank und schlank, da passt du durch. Oh ja, oh ja, oh ja. Upsch, upsch. Aber muss sagen, ich meine, ne, die Folgen werden gerne gesehen, wenn ich so die Zuschauerzahlen betrachte in der Analytik. Trotz meiner plumpen Spielweise. Aber wie gesagt, ich sage ja immer wieder, ich bin kein Pro-Gamer. Laut Karte müssten wir ja hier lang. Komm. Mal mit ihm reden. Pass auf. Wir haben in der Gegend einen Wolfsbau entdeckt. Aber vielleicht bist du ja genau deshalb hier. Wie meinst du das? Die Götter haben eine einsame Jägerin geschickt. Sehr passend. Viel Glück auf deiner Jagd. Wolfsbau. Ha, den haben wir doch schon längst erledigt. Guck. Schwarzmähnenwolf. Wie, müssen wir jetzt da nochmal hin? Ich hoffe mal nicht. Dann müssen wir das nochmal erledigen. So, Froschli? Warum? Ach so, hier. Ah, ich habe mich gerade gewundert, warum das Gamepad so vibriert. Da-da-da-da. Schon wieder welche Sachen gefunden, wo wir... So, hier ist... Laut Karte müssten wir hier hoch, ne? Zum Dokument. Das machen wir jetzt mal. Das andere irritiert mich jetzt. Rüberspringen? Oder vom... Nee, vom Baum aus, ne? Ja, ja, vom Baum aus hier. Genau. Krähe! Ist sie jetzt weggeflogen? Hier lang? Ja. Uff. Zack. Und hoch. Da, eine Kondorfeder, oder? Ja, das sieht aus wie Kondorfeder. 2 von 3. Cool. War doch ganz gut. Banditensorgen. Ich wollte jetzt eigentlich hier so. Genau. Gut, dass wir hier hin sind. Dokumenta. Dokumenta. Also von hier aus. Oh Gott, das heißt wieder. Schwingen, springen. Und. Gleich zweimal, oder was? Upp. Alles klar. So, hier muss das Dokument doch sein, oder? Ja, aber wir sammeln erstmal ein. Zacki, 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 macki. Quechua. Während einer erbitterten Schlacht legt ein Mann aus zweierlei Blutlinien die Waffen nieder und überzeugt mit einer leidenschaftlichen Ansprache die anderen Krieger, es ihm gleich zu tun. Sie folgen ihm vom Schlachtfeld in die Stadt und enthaupten dort mehrere Kaufleute, deren Streitigkeiten den Krieg verursacht hatten. Mhm. Gut. Da haben wir schon 2 Punkte voll. Mit Quechua, dann hätten wir die Sprache ja auch fast vollständig erlernt. Was können wir hier irgendwie noch was machen? Da kommen wir doch irgendwie hoch, ne? Ja, komm. Irgendwie ein Schatz ist hier nicht, ne? Guck mal, dahinter ist doch was. Brandpfeil? Kein Pfeil und Bogen. Müssen wir von weiter wegschießen oder was? Nee, sie nimmt ja gar keinen Pfeil und Bogen in der Hand. Das ist es ja. Und ihr habt gesehen, dahinter war ja was Rotes, ne? Wenn ihr drauf geachtet habt.
Und laut Karte müssten wir da irgendwie hinkommen. Wandgemälde und Pokal. Mal gucken. Oh, da, guck. Was gibt's jetzt hier? Sie nimmt ja kein Pfeil und Bogen in der Hand. Das ist es, ja, das ist es, ja. Hier ist auch nichts, wo man... Eieiei. Wir können jetzt zwar hoch, aber... Wir können hier nichts machen. Upp. Nee. Da können wir drücken jetzt mal alle Tasten mal durch. Wie gesagt, Brandpfeile macht sie nicht. Was ist denn mit hier? Können wir hier irgendwie... Nee, das ist... nicht möglich. So, könnten rein theoretisch jetzt hier runterspringen, ne? Kann sie das? Überlebt sie das? Das ist ja die Frage. Ah, schön. Oh, da, 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 komm. Lass uns da mal hin. Wir sind Gold sammeln. Wir sind goldgierig. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Zack. Wieder Grünzeug. So, okay. Konnte man da jetzt rausklettern? Aber bringt uns auch jetzt nicht weiter, dass wir hier stehen? Nö. Okay. Ah, sieht schon herrlich aus, die Gegend, ne? Sieht schon herrlich aus. Ja, ja. Da oben ist doch noch ein Wandgemälde oder was hier sind. Seht ihr das da hinten, wo der weiße Punkt ist?